Guten Abend und herzlich willkommen bei mir im Zentrum mit dem Thema nach der Wahl Auftakt zum Dreikampf im Bund. Nationalratspräsident Wolfgang Sobotka, Innenminister Gerhard Kahner, Verteidigungsministerin Claudia Tanner, sie alle kommen aus Niederösterreich und auch der Wiener und Bundeskanzler Karl Nehammer wurde dort politisch sozialisiert. Man könnte auch sagen, Niederösterreich, das Land der Innenminister. Kein Wunder, dass der Machtverlust in ihrem Kernland wohl auch Auswirkungen auf die Bundespolitik haben wird. Immerhin waren es auch nur nationale Themen, die die Menschen am meisten interessieren. Teuerung, Energie, Asyl und Migration. Gestern noch sagte der sozialdemokratische Chef Niederösterreichs, Franz Schnabel, er sei überzeugt, das Ergebnis wird St. Pölten erschüttern und das Bundeskanzleramt zum Wackeln bringen. Erschüttert ist aber wohl auch die Rote Bundespartei. Und was bedeuten die starken Zugewinne für die Freiheitlichen, für das politische Farbenspiel inhaltlich und personell? Gibt es einen Umbruch in der Krisenstimmung? Welche Lehren sind aus dem wählerreichsten Bundesland zu ziehen? Meine Gäste haben Erfahrung auf Bundes- wie auch auf Landesebene und EU. Schönen guten Abend, Lukas Mandl, EU-Abgeordneter und ehemaliger Landtagsabgeordneter Niederösterreich, ÖVP. Walter Rosenkranz, ehemaliger Bundespräsidentschaftskandidat und ehemaliger Landesparteivorsitzender Niederösterreich, FPÖ, aktuell Volksanwalt. Karl Schlögl, ehemaliger Innenminister und ehemaliger Landesparteivorsitzender Niederösterreich, SPÖ. Andreas Koller, stellvertretender Chefredakteur Salzburger Nachrichten. Und Eva Linsinger, stellvertretende Chefredakteurin Profil. Auf OFON können Sie unter debatte.orf.at/imzentrum debattieren. Ihnen allen einen schönen guten Abend. Ja, eine Wählerin aus Königstetten hat es heute, hat heute gesagt im ORF, näher zum Volk, weniger Blabla, das würde sie sich von der Politik wünschen. Konkrete Antworten wünsche und erhoffe ich mir von der Runde heute Abend. Herr Rosenkranz, soll die FPÖ ihr Wahlversprechen, Mick Leitner nicht mehr zur Landeshauptfrau zu wählen, halten? Oder soll sie die Hand reichen zur Regierungsbildung bzw. zu diesem Arbeitsübereinkommen? Also, wenn die FPÖ etwas verspricht, dann hat sie es auch zu halten. Und Udo Landbauer hat es auch versprochen. Und ich gehe absolut und felsenfest davon aus, dass die Glaubwürdigkeit, die die FPÖ auch unter Herbert Kickl ausmacht, dass das dabei absolut erhalten wird. Was andere Möglichkeiten selbstverständlich offen lässt. Aber ich glaube, die Person Johanna Mikl-Leitner, und das spannt einen Bogen von der Innenministerin 2015 mit der ersten illegalen Massenzuwanderung bis hin zu ihrer Rolle. Und das mag man dem Udo Landbauer auch zugestehen, weil es ist noch überhaupt nicht erwähnt worden, die Liederbuch-Affäre. Und wir haben ja mittlerweile auch die Protokolle, wie sehr es auch mit dem ORF Niederösterreich davor gegangen ist. Ich glaube, der Udo Landbauer, dessen persönliche Existenz damals eigentlich zunichte gemacht werden hätte sollen, ich glaube, der hat durchaus auch etwas offen mit Johanna Mikl-Leitner. Und sowohl ihm persönlich, aber auch als Partei insgesamt, das muss halten. Es geht um die Person Johanna Mikl-Leitner. Wenn wir uns kurz noch mal einen Ausschnitt anhören von heute Abend, als der Chefredakteur vom Landesstudio Niederösterreich, Benedikt Fuchs, Udo Landbauer, gefragt hat. Ihr Bundesparteisekretär Schnedlitz hat vorher in einer Schaltung bei uns gesagt, es gibt keine Zusammenarbeit mit der ÖVP. Sehen Sie das auch so in Zukunft? Nein, ich habe ihm genau zugehört, was er gesagt hat, und er hat genau das gesagt, was ich auch immer gesagt habe, dass wir Johanna Mikl-Leitner nicht zur Landeshauptfrau wählen werden, aus dem einfachen Grund, weil sie in den letzten 5 Jahren bewiesen hat, dass sie es nicht richtig macht aus unseren Augen. Herr Rosenkranz, heißt das unter Umständen ÖVP ja, Mikl-Leitner nein? Das kann es heißen. Im Detail wird das der Udo Landbauer sicherlich überlegt haben. Und ich möchte auch noch eines dazu sagen zur Person Johanna Mikl-Leitner. Sie war auch eine, und das ist auch angeklungen bei manchen Bürgern in Nachwahlbefragungen, sie war auch eine, die gesagt hat, der Impfzwang muss her. Und im Landesdienst hat es auch die Einschränkungen gegeben, dass man in Krankenhäusern, in Sozialarbeitern und so weiter auch die Angestellten gezwungen hat, für Neueinstellungen zum Beispiel die Impfpflicht anzunehmen. Das hat sehr viele Menschen bis heute irritiert. Heute war auch dafür eine gewisse Abrechnung. Und
Ja, ich glaube, die ÖVP hat geglaubt, wenn man jetzt die Impfpflicht wieder so beiseite räumt, die Leute werden schon wieder vergessen. Das Gegenteil ist der Fall. Grundrechte, Grundfreiheiten, das geht mit den Freiheitlichen. Und die Gegenbeispiele haben halt heute eine Abfuhr bekommen. Herr Mandl, Landeshauptfrau Mikl Leitner, nein, ÖVP ja. Wer wäre Ihnen lieber von außen betrachtet? Sie kennen natürlich Niederösterreich auch besonders gut. Johanna Mikl Leitner ist Landeshauptfrau und bleibt Landeshauptfrau. Danke für die Einladung zunächst, Frau Reiterer. Und auch Gratulation an die Wahlgewinner von heute. Das gehört zu einer Demokratie, das auch zu sagen, aber auch zu meinen. Weil das bedeutet auch Demokratie, dass wir einander respektieren vor einer Wahl und nach einer Wahl. Und dazu lade ich ein. Und wenn ich jetzt höre, wörtlich, dass jemand etwas offen hat mit unserer Landeshauptfrau und deshalb möglicherweise die anstehenden Gespräche über eine Partnerschaft blockieren will oder was immer da herauskommt. Es ist noch kein einziges Mal die Sonne aufgegangen nach diesem Wahlergebnis. Also da wird noch ordentlich gearbeitet werden müssen, um zu einem Ergebnis zu kommen. Dann läuft mir eigentlich die Gänsehaut über den Rücken, weil Sie haben eingeleitet, Frau Reiterer, mit den Krisen, vor denen wir stehen, und zwar weltweit. Das betrifft nicht nur den Bund, das betrifft Europa und die ganze Welt. Das war die Migrationskrise, die jetzt wieder eine große Welle hat, das war die Pandemie, das ist die Teuerung, das ist die Energie, das ist der Russlandkrieg und vieles mehr. Und wenn dann jemand sagt, er blockiert eine stabile politische Entwicklung in einer Region, in den Gemeinden, weil er etwas offen hätte persönlich, dann spricht das nicht das gerade für seriös. Das ist meine persönliche Meinung. Sie haben das über den Spitzenkandidaten Ihrer Partei in Niederösterreich gesagt und genau darauf bin ich eingegangen. Ja. Also wird es eine Koalition oder ein Arbeitsübereinkommen unter Umständen dann mit den Roten geben. Das heißt, die einzigen zwei, die die Wahl verloren haben. Also es gab ja Übereinkommen auch in der vergangenen Periode. Und das war mit einem anderen Wahlergebnis. Aber der Weg von Johanna Mikl Leitner, erstens krisenfest zu sein. In der Pandemie war sie krisenfest. Sie wollte das Miteinander in der Pandemie also leben und hat ohne es Wenn gemacht, und aber, weil das abgesprochen, weil das auch, angesprochen würden das, wurde. Würden das selbstverständlich ist Johanna Mikl Leitner Landeshauptfrau und wird Landeshauptfrau bleiben. Es gab Partnerschaftsabkommen auch in der vergangenen Periode und das wird sie auch jetzt geben. Wir haben ja in Niederösterreich das System, das ist auch wichtig zu sagen, dass auch in der Regierung das Wahlergebnis abgebildet wird. Das nennt sich Proporz, das heißt, die Regierungsmitglieder richten sich in ihrer Anzahl pro Partei nach dem Wahlergebnis. Und ein Regierungsmitglied sollte dienen und sollte auch etwas leisten. Und das geht, wenn man zusammenarbeitet in einer Regierung. Und dafür braucht es ein Partnerschaftsabkommen. Und Johanna Mikl Leitner wird diese Verhandlungen führen, ganz sicher schon ab dem morgigen Tag. Herr Schlögl, viele Worte sind auch gefallen bei den Kommentatoren. Debakel, vieles andere mehr, was die SPÖ betrifft, weil sie eben auch auf Platz 3 gefallen ist. Was war denn das erste Wort, das Ihnen durch den Kopf gegangen ist, als Sie die erste Hochrechnung gesehen haben? Also vorerst möchte ich einmal sagen, ich bin seit 4 Jahren in keiner politischen Funktion mehr. Das heißt also, ich vertrete Können hier Sie frei von der Leber meine reden? Persönliche sozialdemokratische Meinung und nicht unbedingt die Meinung der SPÖ. Ich war überrascht, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich habe eher damit gerechnet, dass die ÖVP deutlich über 40% sein wird, 43%. Ich habe beim Plus minus Null bei den Sozialdemokraten gerechnet. Und ich habe geglaubt, dass die FPÖ ganz knapp bei uns liegen wird. Das heißt, ich habe mich da geirrt. Ich habe nicht damit gerechnet, dass die ÖVP so ein katastrophales Ergebnis bekommt. Und ich habe auch nicht damit gerechnet, dass wir verlieren. Also das waren meine ersten Gedanken. Und ich bin der Ansicht... Ist das für die SPÖ kein katastrophales Ergebnis? Ein sehr schlechtes Ergebnis, ohne Zweifel. Aber natürlich, die ÖVP hat über 10% oder an die 10% verloren. Wir unter Anführungszeichen nur 3%. Natürlich ist das schlecht, das Ergebnis auch von der SPÖ. Ich bin auch sehr enttäuscht darüber. Aber die ÖVP hat das erste Mal seit 100 Jahren die absolute Mehrheit in der Regierung verloren. Das ist schon eine Katastrophe. Jetzt haben wir in der ZIP 2 eine Reportage gesehen und auch gesehen, dass Andreas Babler in seinem Ort in Dreiskirchen 3,8% dazugewonnen hat. Und einige, die dort waren, gesagt haben, es muss auf jeden Fall personelle Konsequenzen geben, jetzt, was das Land Niederösterreich betrifft, dass eben der Herr Schnabel gehen muss. Sehen Sie das auch so? Also erstens, der Andreas Babler ist ein super Bürgermeister,
hat tolle Wahlergebnisse, macht eine sehr, sehr gute Politik. Ich schätze ihn persönlich sehr. Ich warne aber davor, Schnellschüsse zu machen. Ich glaube, jetzt ist es die Aufgabe, dass man in Regierungsverhandlungen tritt mit den anderen Partnern, dass man schaut, dass man eine funktionsfähige Landesregierung zusammenbringt, dass man schaut, dass die SPÖ gute Ressorte bekommt, wo sie die Möglichkeit hat, sich zu profilieren für die nächsten 5 Jahre. Also bitte keinen Schnellschuss. Aber das heißt, Sie wären für Schwarz-Rot? Ja, ich bin immer ein Sozialdemokrat gewesen, der für die große Koalition unter Anführungszeichen gewesen ist. Jetzt ist es ja nicht mehr in dem Sinne. Aber ich glaube, es wäre für das Land sehr gut, wenn es eine Zusammenarbeit zwischen ÖVP und SPÖ geben würde. Und ich sehe es auch so, man muss unbedingt die Freiheitliche Partei einbinden. Ich halte es für einen Fehler, dass man die Freiheitliche Partei immer an die Seite gedrängt hat, an den Rand. Das macht sie nur stärker und nicht schwächer. Eva Linsinger, wenn wir uns jetzt die ganzen Interviews und die Wortmeldungen anhören, vor allem Landeshauptfrau Mikl-Leitner hat in der ZIP 2 gemeint, es wurde eben nicht abgestimmt über die vergangenen 5 Jahre. Die Bundespolitik ist schuld, auch die EU hat sie schon angeführt. Wie würden Sie diesen Tag zusammenfassen? Und muss es Konsequenzen geben, personeller Natur bei den Wahlverlierern? Absolut. Eines zieht sich durch alle Landtagswahlen. Ein Sieg ist immer ein Sieg des Landeshauptmanns oder Landeshauptfrau. An Niederlagen ist immer der Bund schuld. Das kennen wir, seit es Landtagswahlen gibt. Sie hat diesmal nicht ganz Unrecht, aber auch einen Anteil daran. Denn eine der Lehren aus dieser Landtagswahl ist, die ÖVP hat versucht, die Themenbereiche Asyl, Migration hochzuspielen. Das hat seinerzeit unter Superstar Sebastian Kurz funktioniert. Jetzt ist es wieder so, dass die ÖVP davon nicht profitiert und dass alle, denen das Thema Migration, Asyl wichtig ist, die FPÖ gewählt haben. Die zweite Lehre ist daraus, es beklagen manche BundespolitikerInnen eine Art Undankbarkeit bei den WählerInnen für all die teuren Krisenmaßnahmen, übersehen dabei aber, wie tief die Verunsicherung ist, wie tief die Sorge ist, wie groß die Abstiegsängste sind vor Wohlstandsverlusten. Und ich denke, das sollte in einer künftigen Regierung im Land und auch im Bund eine Rolle spielen, dass man diese Sorgen wieder ernst nimmt. Und personelle Konsequenzen sollte es auf jeden Fall geben, und zwar bei der SPÖ. Sie haben das jetzt fast noch ein bisschen zu mild ausgedrückt, Herr Schlögl. Für die SPÖ ist das Ergebnis ein Desaster. Die ÖVP hatte wirklich schwerwiegende Probleme. Wir kennen das, all die Korruptionsaffären. Es war noch dazu mit dem Thema Teuerung ein Thema präsent, das eigentlich ein SPÖ-Kernthema ist. Und trotzdem verliert die SPÖ. Das ist quasi, wie wenn man einen Elfmeter in ein leeres Tor nicht hineinbringt. Und natürlich war Franz Schnabel kein guter Spitzenkandidat, aber dieses schlechte Ergebnis hat sich ja auch schon in Tirol abgezeichnet. Ähnliche Lage, ÖVP in Problemen, SPÖ, mieses Wahlergebnis. Da muss es Konsequenzen geben, und die Debatte, ob Pamela Rendi-Wagner die richtige Bundesparteivorsitzende ist, wird ganz gewiss wieder losbrechen, nicht zuletzt von Hans-Peter Doskozil. Zum Thema Bund kommen wir gleich, aber Herr Schlögl, wenn Sie das hören, was Eva Linsinger sagt, Desaster, und es muss personelle Konsequenzen geben? Also ein Desaster ist es natürlich, wenn man in Opposition ist und eine Regierung hat, die im Wanken ist und trotzdem bei Landtagswahlen nicht reüssiert. Das ist ohne Zweifel, das darf man nicht schönreden. Aber ich warne vor Schnellschüssen. Ja? Wir haben jetzt 2 Landtagswahlen in Kärnten, in Salzburg im März und im April. Ich glaube, wenn wir da eine große personelle Debatte führen würden, würde das der SPÖ noch mehr schaden. Ich glaube, jetzt sollte man schauen, bestmögliche Ergebnisse zu erzielen, und dann wird man danach analysieren, wie wir in der nächsten Nationalratswahl wieder die stärkste Partei in diesem Land werden. Zur Analyse jetzt im Bund kommen wir gleich, Herr Koller. Wir haben gehört, 2 Landtagswahlen stehen noch vor uns. Die nächste ist aber Salzburg. Welche Lehren, wenn wir das jetzt alles hören, müsste man daraus ziehen? Naja, ich könnte mir vorstellen, dass in Salzburg die Wahl ganz ähnlich ausgeht wie in Niederösterreich, nämlich dass die ÖVP verliert und Erste bleibt und dass die SPÖ möglicherweise hinter die FPÖ zurückfällt. Also ich kann ihren Optimismus, dass die SPÖ, wenn man jetzt ein bisschen analysiert und sozusagen Manöverkritik betreibt, die nächsten Wahlen gewinnt, also kann ich nicht wirklich teilen. Ich glaube, dass... Ich habe von der Nationalratswahl gesprochen. Ja, ich weiß. Bin der Meinung, dass jetzt Ruhe herrschen muss, Geschlossenheit, ja, aber damit man bestmöglich abschneidet. Das glaube ich, dass
dass Sie sich das wünschen, aber ich glaube, es wird nicht der Fall sein. Ich glaube, so wie die Frau Kollegin Dinsinger, dass in der SPÖ dieses Wahlergebnis von Niederösterreich viel größere Wellen noch auslösen wird. Möglicherweise auch das von Salzburg, weil die ÖVP kann sich damit trösten, dass sie immer noch die stärkste Partei jetzt ist in Niederösterreich, nämlich mit riesengroßem Abstand, und dass sie die Landeshauptfrau hat. Und ich meine, Herr Rosenkranz, bei allem Respekt, Sie haben ja sehr viele Gründe aufgezählt, warum man die Frau Mikl-Leitner nicht zur Landeshauptfrau wählen kann. Darunter auch der Grund, dass der Herr Landbauer böse ist auf die Frau Mikl-Leitner. Also halte ich jetzt nicht für so einen super Grund. Aber das ist ja kein super Grund. Einen Grund, doch einen Grund haben Sie nämlich nicht gesagt, warum die Freiheitlichen die Frau Mikl-Leitner nicht wählen wollen. Weil sie drängen natürlich dadurch die ÖVP zur SPÖ in eine Koalition. Sie kommen dadurch aber trotzdem in die Regierung, dank dieses unsinnigen Proporzsystems. Das heißt, Sie haben dann Landesräte in der Regierung, können mitregieren und tun aber dann permanent so, als ob Sie in Opposition wären, weil ja die Roten und die Schwarzen sich auf den Backel gehaut haben. Also das ist ja der wahre Grund, warum die Freiheitlichen nicht die Frau Mikl-Leitner zur Landeshauptfrau wählen. Und kann das ich Ihnen sagen, das ist falsch, was Sie sich denken. Es ist ja okay, das ist Ihre Meinung. Aber ja. Ich glaube nicht, dass es falsch ist, Herr Rosenkranz. Das ist falsch. Und was die ÖVP betrifft, also... auch wie die Kollegin Linsinger schon gesagt hat, ich glaube, ein großes Problem ist, dass die Regierung und auch die ÖVP natürlich, weil es die führende Regierungspartei ist, eigentlich sehr viel gemacht hat, um diese Teuerungsfolgen abzumildern bei den Menschen, also Milliarden und das Volk gestreut hat. Aber das ist irgendwie nicht angekommen. Also das Geld ist schon angekommen, aber in den Köpfen ist es nicht angekommen. Jeder glaubt, die Regierung kümmert sich nicht um uns und wir verarmen unmittelbar. Das stimmt nicht, weil ja Milliarden ausgegeben worden sind. Und das ist ein großes Kommunikationsproblem, das da besteht. Eines, was ich jetzt nur schnell korrigieren möchte, ist natürlich Kärnten wählt jetzt als erstes und dann erst Salzburg. Richtig. Aber das kann man natürlich gerne verwechseln. Aber eben, weil wir jetzt schon Richtung Bund jetzt auch mit Ihrer Wortmeldung sind, zwei interessante Ergebnisse von einer Befragung. Und zwar Stichwort Vertrauen. Also, dass das Vertrauen der Bevölkerung in die Lösungskompetenz der Politik in den vergangenen Jahren stark gelitten hat, zeigt auch die Sora-ISA-Wahlbefragung im Auftrag des ORF. Während 2018 noch 73% darauf vertraut haben, dass die Politik in Niederösterreich gute Lösungen für die kommenden Herausforderungen findet, sind es mittlerweile nur noch knapp die Hälfte, 56% aller Befragten. Und dann wurde natürlich eben auch zum Thema Krisen gefragt in Niederösterreich. Also wie sehr haben die Krisen der vergangenen Jahre Spuren in der Gesellschaft hinterlassen? Und diese Frage hat sich die Sora-ISA-Wahltagsbefragung eben auch gewidmet im Auftrag des ORF. Das Ergebnis, 76% aller Befragten macht sich mittlerweile Sorgen, dass sich unsere Gesellschaft immer weiter auseinanderentwickelt. Zum Vergleich 2018 waren es noch 67%. Also tatsächlich wird sich wahrscheinlich etliches ändern müssen. Aber die Frage jetzt auf die Bundesebene. Herr Mandl, was hat das für Auswirkungen wirklich auf die Machtposition in der ÖVP? Weil dass eben Johanna Mikl-Leitner gesagt hat, die Bundespolitik ist schuld. Das heißt, sie hat natürlich damit auch den Bundeskanzler kritisiert. Ist das so? Das ist nicht so. Ich stimme den Zahlen völlig zu. Ich teile die Ansicht, die in den Zahlen zum Ausdruck kommen, die Sie gerade präsentiert haben. Und es ist wichtig, dieses Bild zu zeichnen, weil diese Zahlen treffen nicht nur auf Europa, sondern auf alle Demokratien der Welt zu. Und es bereitet mir große Sorgen und nicht nur mir, sondern allen konstruktiven Kräften, übrigens aus verschiedensten Parteien, Europa und weltweit. Wir haben einen eigenen Sonderausschuss im Europäischen Parlament zu diesen Fragen. Ich sage jeden Tag fast, es ist der soziale Zusammenhalt, der auf dem Spiel steht, nicht weniger als der soziale Zusammenhalt in unseren Gesellschaften. Deshalb ist dieses Miteinander so wichtig, dass Johanna Mikl-Leitner in Niederösterreich lebt. Deshalb ist diese Lösungskompetenz wichtig, die die Bundesregierung lebt. Alles, was funktioniert, erreicht kaum die Öffentlichkeit, ja, sei das die ökosoziale Steuerreform und auch auf europäischer Ebene gilt das. Ist es die Kommunikation? Irgendwas funktioniert ja nicht. Es gibt zwei Ursachen, große und dann natürlich viele Subursachen, an denen wir auch intensiv eben europaweit und mit unseren Partnern weltweit arbeiten. Und dazu gehört, dass es Spaltungsversuche von außen gibt. Das nennt man hybride Kriegsführung. Es wird das, was uns spalten kann in Gesellschaften. In der Pandemie war das so. Da war es wichtig, dass wir miteinander reden, wenn wir unterschiedliche Meinungen haben. In der Migration ist das so. Es ist wichtig, dass wir miteinander reden, wenn wir unterschiedliche Meinungen haben. Und so zieht sich das durch in all diese Krisenthemen, dass sie uns spalten können. Aber wird es eine Krise in der Kanzlerpartei ÖVP jetzt geben oder nicht?
Absolut nicht. Im Gegenteil, wir haben gerade einen Start der Bundesregierung unter der Führung der Österreichischen Volkspartei mit den Grünen zusammen erlebt, mit einer Regierungsklausur, die nach den schon erledigten Erfolgen, und die gibt es, auch wenn andere Themen in der Öffentlichkeit im Vordergrund stehen, neue Projekte auf die Beine gestellt werden. Wie erklären Sie sich dann die Umfragen? Die Umfragen, die Umfragen nehme ich sehr, sehr ernst. Dieses Ergebnis voraussagen würden, wenn jetzt Nationalratswahlen... Ich glaube, es ist zweierlei zu sagen dazu, Herr Koller. Ich nehme die Umfragen sehr ernst und ich glaube, es ist wichtig, dass konstruktive Kräfte, und das ist nicht nur eine Partei, nicht in Österreich nur eine Partei und es ist nicht in Europa nur eine Partei, aber dass nicht die, die destruktiv sind, sondern die, die konstruktiv sind, diesen politischen Dienst, das ist eine Dienstleistung, übernehmen dürfen. Und die Umfragedaten, auch die wir gerade gesehen haben, die Frau Reiterer präsentiert hat, oder von mir aus auch die Parteiumfragedaten, die liegen an diesen gefährlichen Spaltungstendenzen in unseren Gesellschaften. Also reden wir mehr miteinander, respektieren wir einander. Wen meinen Sie mit destruktiv? Naja, es ist ja völlig klar, wenn schon am Wahlabend gesagt wird beispielsweise, dass wie der Herr Koller gerade gesagt hat, mit großem Abstand als Erste durchs Ziel gegangen ist bei dieser Wahl und nicht, wie ganz viele Regierende in Europa und auf der Welt in dieser Krisenzeit abgewählt wurde, sondern eben ein Minus eingefahren hat. Wie der Peter Filzmaier bei Armin Wolf gerade gesagt hat, Amtsinhaber fahren Minus ein. Gut, naja, wenn das schon am Wahlabend angegriffen wird, als wäre noch immer Wahlkampf, dann ist das destruktiv. Es braucht keinerlei Konsequenzen aus Ihrer Sicht, wenn man ein Minus von fast 10% macht? Die Konsequenz hat ja schon begonnen. Die Hand wurde ausgestreckt an die anderen Parteien in der Landesregierung und möglicherweise auch im Landtag, um Partnerschaftsabkommen zu verhandeln. Das betrifft Niederösterreich und auf Bundesebene haben wir eine zu meiner Freude im Europaparlament sehr gut arbeitende Regierung, mit der man gut rot-weiß-rot zusammenarbeiten kann. Aber Herr Mandl, das hört sich jetzt ein bisschen an, wenn man das Wahlergebnis nicht kennt, als hätten Sie gerade einen rauschenden Wahlsieg eingefahren. Also das Ergebnis so schön zu reden und zu sagen, die ÖVP macht alles richtig, nur die Wählerinnen und Wähler haben es nicht verstanden, das erscheint mir doch quasi den Keim und sich zu bergen für die nächsten Wahlergebnisse, wo man nicht toll abschneidet. Und das, glaube ich, ist eines der Grundprobleme. In den Landesregierungen, in der Bundespolitik, niemand erwartet jetzt, dass Österreich allein die Folgen des Ukraine-Kriegs, die Energieprobleme etc. löst. Aber dass man da nicht immer hingeht und sagt, wir sind die Besten, wir sind die Supprigsten, wir haben es am allerbesten von allen hingekriegt, sondern durchaus auch manchmal zugibt, weil man Fehler gemacht hat. Ich bin in ganz vielen Punkten nicht Ihrer Meinung, aber zum Beispiel das ganze Impfpflichtgezerre war natürlich ein Desaster, wo man zuerst gesagt hat, man führt es ein und dann kommt es nie. Und da vermisse ich ein bisschen auch die Ehrlichkeit und ich glaube, die ist den Wählerinnen und Wählern zumutbar, statt da wie nach Ischgl herzugehen und sagen, wir haben eigentlich immer alles richtig gemacht. Das würde ich auch nie sagen. Ich glaube, man muss auch ein bisschen die Kirche schon im Dorf lassen, denn wenn wir 3 Jahre zurückblicken, wir hatten die Pandemie, die ja immer noch da ist, die ja viel länger gedauert hat, als wir gedacht haben. Wir haben den Krieg, die Inflation, die Energiekrise. Also wir leben wirklich krisenhafte Zeiten. Und wenn uns wer das vorausgesagt hätte, was wir alles erleben, dann hätten wir wahrscheinlich vor 3 Jahren gesagt, es wird kein Stein auf dem anderen bleiben und die politische Landschaft wird zerfetzt werden und ein tektonisches Beben werden stattfinden. Und das Schlimmste, was jetzt passiert ist für die ÖVP, ist, dass sie 10% in Niederösterreich verloren hat und es sind noch alle anderen im Amt, es gibt noch die bestehenden Parteien. Es ist nicht das Unterste zu Oberst gekehrt worden. Also insofern muss man sagen, ist das Land relativ ruhig durch die Krise gekommen und auch die Parteien sind relativ gut durch die Krise gekommen. Größere Sorge macht mir, was Sie vorhin eingeblendet haben, nämlich es gibt da genug Umfragen, Demokratiemonitoren, wie die alle heißen, die also eine Spaltung der Gesellschaft prognostizieren, die sich halt noch nicht in Wählerbewegungen bemerkbar macht. Nicht? Also es gibt auch keine neuen Protestparteien, MFG ist ja nur ein Hauch in der Geschichte gewesen, ist schon wieder weg. Also ich glaube, es geht eher darum, wieder diese Spaltung zu überwinden und da ist natürlich auch die Opposition aufgerufen, die momentan habe ich den Eindruck, im Nationalrat sehr fundamentalistisch ist. Es ist die Regierung aufgerufen, die im Parlament alles vom Tisch wischt, was von der Opposition kommt. Also ein bisschen wieder aufeinander zuzugehen, wäre, glaube ich, ganz wichtig. Ja. Wunderbar.
Ich nehme schon fast zur Kenntnis, dass der Wahlsieger die ÖVP ist und die FPÖ leider Gottes ja nicht das Ergebnis erzielt hat, was vielleicht noch in einer Umfrage war. Ich nehme das sehr gelassen, aber mit großer Freude auf. Und wenn Sie fragen, das Miteinander, das ich überall höre und lese, es stimmt nur nicht. Können Sie sich, und ich helfe Ihnen da gerne auch intellektuell noch ein wenig nach, erinnern, wie die Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner gesagt hat, dieser Udo Landbauer, mit dem gibt es keine Zusammenarbeit in der Landesregierung. Das war noch vor 5 Jahren, ich war damals Landesparteiobmann, ich bin dort in der ersten Reihe gesessen. Das Miteinander in der ÖVP. Und immerhin, weil sie gesagt haben, naja, es bleibt kein Stein auf dem anderen oder sonst etwas. Es dreht sich nicht die ganze Welt um die FPÖ. Das Miteinander betrifft unsere Gesellschaft, die Menschen im täglichen Leben, jene, die in Konflikte geraten, in der eigenen Familie, über Migration oder Pandemie-Themen. Frau Reiter, das ist das Miteinander. Darf jetzt kurz ich muss mich nicht vordrängen, ich darf am Wort sein. Danke. Sie als ÖVP Niederösterreich haben das historisch schlechteste Ergebnis eingefahren. Oh, das ist jetzt so Wahnsinn. In der Landesregierung zum ersten Mal die absolute Mehrheit verloren. Und jetzt zum Miteinander zu denken. Wenn ich mir zum Beispiel jetzt ein Ressort anschaue, dieses Miteinander in der Landesregierung, Sie haben es kritisiert, weil es der Proporz ist und es sei überholt. In anderen Bundesländern funktioniert es, also wie zum Beispiel in Oberösterreich, gut. Und es könnte auch in Niederösterreich funktionieren. Viel mehr noch vielleicht wird es auch funktionieren. Aber jetzt schauen wir uns einmal das Ressort vom Herrn Schnabel an. Verkehrsrecht, aber nicht der Straßenverkehr, also dort, wo gebaut wird oder sonst was. Das ist bei der ÖVP. Das Miteinander Gesundheit und Soziales bei der SPÖ. Gesundheit, aber nicht der gesamte Krankenhauskomplex dort, wo die drei Ressorts aufgeteilt. Also, das muss man sagen, die ÖVP hat es im Miteinander in den letzten 5 Jahren trefflich verstanden, ihre Machtposition weiterhin zu festigen. Und Johanna Mikl-Leitner als Person, sie hat auch in vergangenen Krisen einfach nicht gezeigt, dass sie Krisenmanagerin ist. Genau das Gegenteil ist der Fall, Herr Rosenkranz. Die Freiheitliche Partei hat überhaupt keine Verantwortung übernommen in all diesen Krisen, von der Pandemie beginnend, nicht im Bund, nicht im Land. Johanna Mikl-Leitner hat schon in der Migrationskrise Verantwortung übernommen, in der ersten großen Welle. Johanna Mikl-Leitner hat das Bundesland Niederösterreich durch die Pandemie geführt und gemacht, was ein Land tun kann. Ich wollte mit ohne meine Redezeit jetzt kurz ausklären. Was ein Land tun kann, und das sind die Themen, die sich auch beziehen auf die letzten 5 Jahre, wie Sie die Frau Landeshauptfrau auch zitiert haben, was ein Land tun kann, das ist der Gesundheitsbereich, das ist die Infrastruktur, das sind die Kindergärten, das ist die Kinderbetreuung, ja, das ist auch der Ausgleich für die Energiekostensteigerung, die wir erlebt haben durch den Russlandkrieg. Alles das wird gemacht, ist gemacht worden. Nein, das bedeutet nicht, alles ist richtig, Frau Linsinger, das würde ich nicht sagen, das würden Sie von mir nie hören. Das Miteinander bedeutet auch respektvoll mit dem anderen umzugehen und zu sehen, wo die eigenen Schwächen sind, um sich weiterzuentwickeln. Und ich finde es sehr interessant, dass Sie heute etwas definieren, das ab heute überhaupt nicht mehr gilt, nämlich die Ressortzuteilung. Natürlich, ein paar Wochen gilt es noch, aber ab morgen wird verhandelt über neue Ressortzuteilung, über einen Partnerschaftsvertrag zwischen den verschiedenen in den Landtag gewählten Parteien. Also ich kann dem nur zustimmen, was Sie gesagt haben. Es bedarf in Niederösterreich eines neuen Miteinanders, weil das alte Miteinander war zu Lasten der anderen Parteien. Es hat weder die ÖVP, die SPÖ noch die Freiheitliche Partei wirklich ein Ressort gehabt, wo sie sich profilieren konnte, wo sie etwas umsetzen konnte. Und wenn ich denke, dass zum Beispiel die Gesundheitskompetenz in Niederösterreich ganz, ganz wichtig, Spitalwesen, auf 3 Ressorts aufgeteilt ist, ja, Finanzen, Gesundheit, also das darf es einfach nicht geben und da bedarf es wirklich eines neuen Miteinanders. Wovon hat die FPÖ profitiert? Natürlich von den Krisen, die Sie angesprochen haben, Herr Koller. Und da hat die Bundesregierung nicht sehr gut gemanagt immer. Wenn ich denke an die unsägliche Diskussion Impfzwang, ja oder nein. Ich bin ein entschiedener Befürworter des Impfens. Ja. Aber den Zwang habe ich immer für falsch empfunden. Und dann schlussendlich die Notbremse zu ziehen, war nicht glaubwürdig. Wenn ich denke an das Thema Asyl. Ja. Wir haben
Als ich Innenminister war vor 25, 30 Jahren, haben wir gesprochen, Integration von Neuzuwanderung. Jetzt reden wir wieder davon. Nur was ist seither passiert in den 25 Jahren? Es sind fast 700.000 Menschen. Aber Herr Stöckl, wenn die Regierung so unfähig ist, warum gewinnt dann die SPÖ nicht die Wahlen? Das verstehe ich nicht. Das wollte ich ja gerade ausführen. Ja. Eines unserer Probleme ist, dass die SPÖ in bestimmten politischen Fragen nicht geschlossen nach Osten auftritt. Thema Asyl. Da gibt es den einen Flügel rund um Doskozil, der hier eine klare, richtige Position hat. Da gibt es andere in der Partei, die der Meinung sind, die Zuwanderung ist was Positives und Gutes, was zum Teil ja natürlich auch stimmt. Und wir haben auch Verpflichtungen in humanitärer Hinsicht, aber wir haben nicht die Verpflichtung, jeden aufzunehmen, der zu uns kommen will. Und das muss die SPÖ deutlicher signalisieren. Randy Wagner versucht es jetzt, ja? Aber es geht natürlich nicht von heute auf morgen. Und mit dem Thema Asyl kann die Sozialdemokratie viel gewinnen. Aber heißt das nur jetzt nur als Zwischenfrage trotzdem, Herr Schlögl, dass Ihre Parteichefin Randy Wagner auf den Doskozil-Kurs einschwenken soll? Ja, in der Frage Asyl schon. Und sie hat, wenn Sie die Papiere lesen und einen Gastkommentar von ihr auch in der Tageszeitung Die Presse, da hat sie sehr klare politische Positionen. Nur ist das noch nicht glaubwürdig drüber, weil man halt vor einem halben Jahr noch anders gesprochen hat. Aber jetzt im Umkehrschluss, jetzt nur kurz noch mal zurückkommend auf Niederösterreich, würde das, interpretiere ich Sie richtig, dass Sie eben deshalb nicht für Andreas Babler als künftigen Landesparteichef der SPÖ wären, weil er natürlich genau die andere Seite vertritt. Nein, ich diskutiere jetzt mit Ihnen nicht, wer Landesparteivorsitzender ist oder bleibt, ja. Aber Babler... Ich glaube, die Sozialdemokratie hat nur dann eine Chance, wenn sie eine Mitte-Links-Politik macht. Und wenn sie eine linke Politik macht, dann nimmt sie nur den Grünen und der Neos die Stimmen weg. Aber sie ist damit nicht politisch mehrheitsfähig. Wir müssen Stimmen als Sozialdemokratie von der ÖVP und von der FPÖ gewinnen und nicht von den Grünen und von den Neos. Ich sehe im Gegensatz zu Ihnen eher wenig Politikfelder, wo die SPÖ einig auftritt, weil egal, was wir jetzt durchdeklinieren, Mindestlohn etc. etc., es gibt überall unterschiedliche Positionen und beim Thema Asyl, Migration tut sich die SPÖ seit den 90er Jahren, als Sie Innenminister waren, schwer. Auch da gab es immer die Kurswechsel zwischen Kaspar Einem und eher Personen wie Ihnen, die eher auf strengere Grenzen gedrängt haben. Ich möchte auf eines zurückkommen, Sie haben natürlich recht, es ist immer schwerer, in der Regierung Verantwortung zu übernehmen. Dann macht man Fehler, dagegen zu sein und dagegen anzuschreien, ist immer das Leichte. Und das macht die FPÖ natürlich. Die ist immer dagegen und nicht ohne Grund ist die FPÖ jedes Mal noch, wenn sie in einer Bundesregierung saß, nach kurzer Zeit hochkant gescheitert und hat sich selbst in die Luft gesprengt oder hat die Partei gespalten wie das BZÖ etc. Was ich aber schon glaube, ist, dass man etwas ernst nehmen muss. Das ist ein Trend, der sich jetzt seit längerem zeigt. Wir haben den bei der Bundespräsidentschaftswahl gesehen, wir haben den bei Tirol gesehen, wir haben den beim sternschnuppenartigen Aufstieg der MFG, die genauso schnell wieder abgestiegen ist, gesehen. Es gibt einfach ein großes Misstrauen gegen die Politik, die etablierte Politik. Bei der Bundespräsidentschaftswahl wollten fast alle Leute von außen sein. Und es ist das Vertrauen in die Lösungskompetenz sehr gering. Und ich denke, das liegt jetzt nicht nur an den großen Krisen, Corona etc. etc., sondern auch an vielen Puzzlesteinen. Wir haben alle die Meldungen gehört, es sind Medikamente knapp in Apotheken, es gibt lange Warteschlangen vor Ordinationen, es fehlen Lehrer und Lehrerinnen, es drücken die Energiepreise, es steigt der Druck. Und das löst einfach Ängste aus bei Menschen und da ist das Vertrauen in die Lösungskompetenz sehr gering. Und das ist natürlich eine Situation, die gefährlich ist, weil sie mittlerweile nicht mehr nur von sogenannten Abgehängten vertreten wird, sondern weit in den Mittelstand hineingeht, inklusive wachsender, steigender Mietpreise etc. Und da, glaube ich, braucht schon eine Art Offensive von allen Regierenden, sei es jetzt in Bund, Ländern und Gemeinden, damit man da wieder Vertrauen zurückgewinnen kann. Schauen wir uns kurz an, eben wie der bundespolitische Umfrageverlauf ist. Ein Blick darauf, auf den bundespolitischen Umfrageverlauf der vergangenen 12 Monate zeigt, während alle anderen Parteien stagnieren oder leicht verlieren,
verlieren, gewinnt die FPÖ kontinuierlich an Zustimmung in der Bevölkerung. Lagen die Blauen vor einem Jahr noch mit rund 20% am dritten Platz, sind sie mittlerweile mit 28% die klare Nummer 1 in allen Umfragen. Anders ist die Situation bei SPÖ und ÖVP, die beide Anfang 2022 rund 25% an Zustimmung hatten, nun aber mit 24% für die Sozialdemokraten und 22% für die Volkspartei bereits mehr oder weniger deutlich hinter den Freiheitlichen in den Umfragen liegen. Herr Koller, Sie haben in einem Leitartikel geschrieben, dass man sich schon überlegen muss, einen anderen Umgang mit den Freiheitlichen. Inwiefern? Naja, nicht unbedingt mit den Freiheitlichen, aber mit den Wählern der Freiheitlichen. Denn das ist genau, wie die Frau Kollegin Linsinger gesagt hat, momentan haben viele Leute das Gefühl, dass vieles, wenn es plastisch formulierend auf den Bach runtergeht, nicht Errungenschaften, auf die wir stolz waren, das Gesundheitssystem, das Schulsystem und so weiter. Wir haben jetzt eine Mangelverwaltung auf einmal von heute auf morgen und das löst natürlich Ängste aus. Und das löst vor allem Ängste aus bei Leuten, die nicht viel Geld haben, die, wie ein Publizist geschrieben hat, in den Außenbezirken wohnen. Und wenn man diese Leute nicht ernst nimmt und nicht abholt und ihnen Sorgen sozusagen mitnimmt, dann landen die natürlich bei der FPÖ. Das kann ja gar nicht anders sein, weil die FPÖ denen das Gefühl gibt, wir nehmen euch ernst. Also das würde ich mir auch von den anderen Parteien eher wünschen, dass sie das tun. Und natürlich muss man schon auch beachten oder sollte man beachten als Politiker, als Partei, welche Themen spiele ich in den Vordergrund. Nicht? Und die Themen, wie die Kollegin Linsinger aufgezählt hat, sind eben existenzielle Fragen, die die Leute quälen. Und jetzt nicht so sehr, ob der Untersuchungsausschuss um eine Woche verlängert wird oder solche Dinge, die oft die Diskussion bestimmen, die, gebe ich zu, auch in den Medien oft präsent sind und die Leute wahrscheinlich den Leuten doch nicht so unter den Nägeln brennen, wie wir das gerne hätten. Und was mir auch aufgefallen ist, in dieser ganzen Untersuchungsausschusszeit. Nicht? Ich meine, es ging eigentlich um Ibiza, nicht? Ibiza war ein freiheitlicher Skandal und SPÖ, Grüne und Neos haben es geschafft, die Freiheitlichen sozusagen wieder zu inhalieren in die Riege der Sauberen und die haben immer gemeinsame Auftritte gehabt und haben die ÖVP halt dann angeschwärzt. Da ging es eben darum, die ÖVP als Korruptionspartei hinzustellen. Das ist taktisch okay, aber natürlich hat das auch Auswirkungen dann insofern, als die Menschen vielfach dann glauben, ja, das ganze System ist ja korrupt, denn wenn Politiker einander anschütten, dann bleibt ja bei ihnen selber auch immer etwas hängen. Und dieses Wissen ist irgendwie völlig verloren gegangen oder es war vielleicht nie da. Nicht? Also diese destruktive Politik färbt auf alle handelnden Personen und auf alle Institutionen ab und das ist eine sehr gefährliche Entwicklung. Aber Herr Koller, ganz kurz noch einen Einwand. Die Chats, die da alle durch die Welt gegeistert sind, von Herrn Schmidt und in alle Ebenen, sind aber nicht von den FPÖ-Telefonen gekommen. Nein, überhaupt nicht. Aber Ibiza war, glaube ich, schon FPÖ. Ibiza war ein Video, das vor der letzten Regierungsbildung gedreht wurde und dann zu einer Zeit vor einer EU-Wahl auf einmal herausgespielt wurde. Aber Sie sehen, wir reden jetzt wieder über Ibiza. Natürlich, weil das ja immerhin, und das habe ich auch aus erster Reihe verfolgt, das Klubobmann damals der Regierungsfraktion, das war damals eine Regierung aus ÖVP und aus FPÖ, die hervorragend funktioniert und wo die Menschen auch ein Zutrauen haben. Die Krache, die scheitert, das könnte man auch sagen. Naja, ich glaube, es war Ibiza, selbstverständlich, das draus. Und dann hat es Sebastian Kurz hat's dann platzen lassen mit wohlmeinender Unterstützung des Herrn Bundespräsidenten. Ja, aber es fällt schon auf, dass immer, wenn die FPÖ in der Regierung ist, nach zwei Jahren kracht es zusammen. Also das würde an sich statistisch vielleicht so zusammenfallen. Aber aus meiner Sicht als Klubobmann hätte es länger weitergehen können, trotz Ibiza. Und das wäre für die ÖVP wesentlich besser gewesen. Aber auf jeden Fall jetzt an die fällt Grünen immer auf, dass ÖVP und FPÖ kommunizierende Gefäße sind, wenn es darum geht, eben die Wählerinnen und Wähler einander abspenstig zu machen. Ja, Grünwähler kommen selten zur FPÖ. Also beide natürlich. Ja. Aber wie schaut es mit Rot-Blau auf Bundesebene aus? Sie sind ja jemand, Herr Schlögl, der sagt, man sollte das nicht so kategorisch immer ausschließen. Ja, das ist meine persönliche Meinung. Die vertrete ich seit 30 Jahren und ich stehe auch weiterhin dazu. Und es wäre manches vielleicht anders gelaufen in dieser Republik, wenn wir in der Frage als SPÖ offener gewesen wären. Ich halte es für einen Fehler, dass man mehr als 1 Million potenzielle Wählerinnen und Wähler der Freiheitlichen einfach zur Seite stellt. Und ich halte es auch aus taktischen Gründen für die SPÖ für schlecht, wenn sie sagt, ich mache mit der einen Partei nichts und weiß gleichzeitig, dass sie zwischen 20% und 30% an Wählerpotenzial hat. Das heißt also, die FPÖ muss auch eine Option für die Sozialdemokratie in Zukunft so sein. Man wird sehen, ob sie zusammenkommen oder nicht, aber ich schließe so eine Zusammenarbeit nicht aus.
Wohingleich ich immer der Meinung gewesen bin, dass ÖVP und SPÖ viel in dieser Zweiten Republik gemeinsam erreicht haben. Ich glaube, es würde die SPÖ dabei zerreißen. Sie wissen, die Wiener SPÖ hat eine völlig andere Meinung. Und möglicherweise stellt sich die Frage ohnehin nicht, weil Sie haben am Anfang der Diskussion gesagt, Sie sind zuversichtlich, dass die SPÖ auf Platz 1 zurückkehrt. Da sehe ich im Moment wenig Anzeichen dafür. Die FPÖ liegt derzeit auch in Bundesumfragen auf Platz 1 und man würde jetzt keine Hinweise darauf erkennen, womit die SPÖ auf Platz 1 hinkommen sollte. Also vielleicht braucht sie sich diese Sorgen auch gar nicht machen. Darf ich? Mag sein, dass Sie recht haben, aber Sie wissen nicht, was in den nächsten 1,5 Jahren noch alles passiert. Ja? Klar. Das ist das Erste. Das Zweite, ich würde nicht sagen, die Wiener SPÖ denkt so und die andere SPÖ in Niederösterreich denkt so. Es gibt sehr unterschiedliche Meinungen. Im auch Burgenland in der Wiener denkt anders. Nein, auch in der Wiener SPÖ gibt es auch sehr unterschiedliche Meinungen zu dieser Frage. Die SPÖ ist heute zum Glück eine Partei, die eine sehr große Breite hat. Und ich bin überzeugt davon, dass diese Breite auch irgendwann dazu beitragen wird, dass wir wieder Wahlerfolge haben. Ich meine, Sie sind SPÖ-Politiker, aber ich glaube, es gibt einen aufrechten Parteitagsbeschluss, der eine Zusammenarbeit mit der FPÖ sogar ausschließt in der SPÖ. Da heute ist mit dem Herrn Bundespräsidenten, na schauen wir mal. Herr Koller, wie fest sitzt der Randy Wagner im Sattel? Also nicht sehr fest, muss ich sagen. Also ich glaube, nach diesem desaströsen Wahlergebnis und Kärnten wird vielleicht besser ausgehen für die Sozialdemokratie, Salzburg möglicherweise nicht. Also wird die Diskussion sicher wieder beginnen und nicht nur wegen Führungsschwäche oder vielleicht falsche Person an der Spitze, sondern auch wegen des Themas, das der Herr Schlögl gesagt hat. Möglicherweise werden die Kräfte in der SPÖ, die einen Kurswechsel vor allem in der Migrationspolitik verlangen, stärker werden. Nicht? Und dann wird natürlich die Diskussion um den Kopf der Frau Randy Wagner gehen. Und ich meine, es fällt schon auf, nicht viele erfolgreiche sozialdemokratische Parteien, Dänemark zum Beispiel, die fahren also einen Kurs, nicht also migrationspolitisch ein bisschen rechts blinken, sozialpolitisch links blinken, so wie der Herr Dosko zielt, nicht? Der verstaatlicht momentan das ganze Burgenland, nicht? Das ist klassisch links und ist bei den Migranten sehr streng. Nicht? Und wenn die SPÖ zum Schluss kommt, dass das der richtigere Kurs ist, dann wird sie das wahrscheinlich nur mit einer anderen Person an der Spitze vollführen können. Hat er recht, der Herr Koller, Herr Schlögl? Ich halte eine Politik, die in der Gesundheits- Sozialpolitik links blinkt und in der Asylfrage Härte zeigt, wenn es notwendig ist, für eine richtige Politik. Ist Randy Wagner die richtige Vorsitzende oder hätten Sie lieber den Herrn Doskozil? Ich werde sicherlich in der heutigen Zentrumsdiskussion hierzu keine Meinung abgeben. Ja, ist auf jeden Fall auch eine Aussage. Ich wollte noch eben zu einem Thema kommen, nämlich einen Tag vor seiner Angelobung hat der Bundespräsident Alexander Van der Bellen eben gemeint im Interview mit Susanne Schnabel und Hanno Settele, dass quasi, falls die FPÖ eben Erster wird, er ihm nicht den Regierungsbildungsauftrag gibt. Also so hat er das quasi ein bisschen formuliert. Aber hören wir uns einmal einen Ausschnitt noch davon an. Eine antieuropäische Partei, eine Partei, die den Krieg Russlands gegen die Ukraine nicht verurteilt, werde ich nicht durch meine Maßnahmen noch zu befördern versuchen. Darauf können Sie. Das darf man nicht sagen. Das darf man nicht sagen. Wir wissen, was Sie meinen. Damit können Sie rechnen. Herr Rosenkranz, hat das genutzt oder geschadet? Aus meiner Sicht hat es sogar genutzt. Weil hier ist etwas zum Ausdruck gekommen, beim Bundespräsidenten zunächst einmal zu sagen, ich weiß ja eigentlich gar nicht, warum er da auf die FPÖ kommt. Er hat gesagt, eine antieuropäische Partei, die FPÖ ist eine europäische Partei, allerdings EU-kritisch. Das sind zwei Paar Schuhe. Also natürlich sind wir in Europa, aber es wird doch verdammt noch einmal erlaubt sein, dass man an der EU, und das macht sogar ein ÖVP-Bundeskanzler und ein ÖVP-Innenminister, dass zum Beispiel Schengen nicht funktioniert, dass auf einmal EU-Kritik auf einmal nicht erlaubt sein soll. Oder die zweite Frage, die er gemeint hat, dass eine Partei, die den Krieg nicht verurteilt. Jeder in der FPÖ hat gesagt, das ist ein menschenrechtswidriger Angriff, ein Krieg Russlands auf die Ukraine gewesen. Das ist keine Frage.
Aber man hat auch noch etwas gesehen und vielleicht noch den Ausschnitt, vielleicht, wo auch Van der Bellen gemeint hat, er braucht jetzt nicht mehr auf eine Wiederwahl zu schauen und kann nur seinem Gewissen folgen. Jetzt hat er wenigstens gesagt, er hat, wenn es darum gegangen ist, die ÖVP zu schonen in den Zeiten des Korruptionsuntersuchungsausschusses, da hat er an sich gesagt, da muss man eher auf die Wiederwahl schielen. Und das hat ihm ja letztlich auch genützt, denn in Wirklichkeit hat die ÖVP in erster Linie für den Wahlsieg von Alexander Van der Bellen gesorgt, weil die Grünen allein waren es mit Verlaub nicht. Sie haben gesagt, die EU darf man kritisieren, alles darf man natürlich kritisieren. Ich hoffe, dass man noch Kritik üben kann. Aber Sie haben schon im vergangenen Jahr eben kritisiert, dass, kann man ja auch kritisieren, dass die Ukraine den Beitrittsstatus bekommen hat und gemeint, wenn dann noch ein paar Mosaiksteine dazukommen, dann kann man sehr wohl auch über einen EU-Austritt debattieren. Und das ist antieuropäisch, also die Schweizer, die Großbritannien, die sind nicht europäisch. Aber es ist ein Unterschied, die EU zu kritisieren oder doch in den Raum zu stellen. Was ich gesagt habe, ist, wenn es unter Umständen so ist, dass die Mitgliedschaft in der EU mehr Nachteile bringt als Vorteile, den Moment sehe ich heute um diese Uhrzeit nicht. Aber es muss doch gedanklich erlaubt sein, so wie es auch die Großbritannien gemacht hat, mit einer Volksabstimmung. Und der Herr Bundespräsident hat auch gesagt, sowas würde er nicht akzeptieren. Also wenn bei mir eine Volksabstimmung, egal über welches Thema, sagt, so oder so soll es gehen, dann respektiere ich das als Demokrat. Da habe ich es nicht gesehen. Aber Sie meinten jetzt über die Ukraine quasi, aber jetzt nicht über eine Ukraine ist ein kleiner Sonderfall gewesen. Vor Wochen und Monate vor dem kriegerischen, völkerrechts- und menschenrechtswidrigen Überfall, kriegerischen Überfalls, damit alle Vokabel vorkommen und mir nicht irgendwas ausgelegt werden kann, den Putin dort gemacht hat mit unsäglichem Leid. Wenige Wochen davor war die Ukraine alles andere als ein Beitrittskandidat. Korruption und. Und nur die Tatsache dieses Krieges, der die Ukraine furchtbar trifft, macht man auf einmal einen Beitrittskandidat. Das glaube ich eher, dass das nicht mit den, auch mit den Verträgen in der EU zusammenpasst. Aber nur, das ist deklaratorisch, das ist wahrscheinlich eine moralische Unterstützung, aber das ist mir zu wenig. Aber dass ein EU-Austritt denkbar ist, dabei bleiben Sie, wenn noch ein paar Mosaiksteine dazukommen? Für mich ist politisch alles denkbar, wenn bei einer Volksabstimmung das rauskommt. Also Volksabstimmungsergebnisse sind für mich alles denkbar. Auch bei der Atomfrage in Zwentendorf war es auch so, dass das Volk entschieden hat und nicht ganz Unrecht behalten hat. Es ist unmöglich, in der Sendezeit alles klarzustellen, was da jetzt vom Herrn Rosenkranz verbreitet wurde. Ich will nur alle auf eines hinweisen, was sehr interessant ist. Wenn wir den Beitrag gerade gesehen haben mit dem Zitat des Herrn Bundespräsidenten, der ja nicht irgendjemand ist, sondern der ja auch ein politisches Mandat hat, nämlich als direkt gewähltes Staatsoberhaupt Österreichs von einer Mehrheit der Wählerinnen und Wähler gewählt, der sagt, er will eine antieuropäische Partei nicht und er will eine Partei, die den Russlandkrieg nicht verurteilt, nicht noch unterstützen durch seine Maßnahmen, so hat er es formuliert. Jetzt bin ich nicht der Sprecher des Bundespräsidenten, aber ich will die Worte sehr, sehr genau nehmen. Dann haben wir gerade gehört, dass der Herr Rosenkranz für seine Partei gerade beginnt, eben wegzurudern von dem Bild der antieuropäischen Partei und von dem Bild der Partei, die den Russlandkrieg nicht verurteilt. Also offenbar wird genau der Weg eingeschlagen, der vom Bundespräsidenten ja auch vorgezeichnet wird, indem er solche klaren Botschaften sendet. Und ich finde das eigentlich staatstragend und verantwortungsvoll, das so zu machen. Und weil wir jetzt so lange dem Herrn Rosenkranz zugehört haben, möchte ich noch einmal unterstreichen, was die Frau Linsinger gesagt hat, weil das schien mir der flammende Appell für Vertrauen in der Politik zu sein. Vertrauen wächst, glaube ich, durch Transparenz und Vertrauen wächst durch die Übernahme von Verantwortung. Und das ist auf allen Ebenen wichtig. Und die kleinen Sorgen, die aber groß sind für den einzelnen Menschen im Alltag, wie Medikamente in der Apotheke nicht vorzufinden, die resultieren auch aus großen Problemen, für die nicht nur die europäische Ebene, aber auch die europäische Ebene Verantwortung übernehmen muss. Ich durfte im Sommer beispielsweise in Kundl in Tirol das dort befindliche Werk besuchen, wo Antibiotika produziert werden und stelle dort fest, es ist der letzte Ort, wo auf europäischem Boden noch Antibiotika produziert werden.
In allen anderen Antibiotikalieferungen sind wir abhängig von außerhalb Europas. Das sind die Lieferketten, von denen wir sprechen. Das ist die strategische Autonomie, wie wir sie nennen, die wir in Europa schaffen müssen, damit in der Apotheke der Medikamente aber vorhanden bleiben sind. Bleiben wir und das, Herr Rosenkranz, lassen Sie mich den einen Satz noch sagen. Ich habe auch lange zugehört und gerne zugehört. Das ist eine interessante Diskussion, aber es ist ein Unterschied, die EU zu kritisieren, das mache ich auch, aber da noch was beizutragen, das machen sie nicht. Und das versuchen wir auch im Thema Schengen, versuchen wir die Migrationspolitik der EU, die nicht funktioniert, zum Funktionieren zu bringen und die Medikamente in die Apotheken zu bringen. Wie lange dauert es noch? Von Ihrer Seite findet diese konstruktive Haltung nicht statt, aber ich lade Sie dazu ein. Wie lange dauert es denn? War das klug, Eva Linsinger von Bundespräsident van der Bellen, das 1,5 Jahre vorher zu sagen und ohne Not? Wenn diese Gedanken hegt, ist es klug, sie rechtzeitig zu sagen und eben nicht am Wahlabend oder am Tag danach. Und der Bundespräsident, der über den Parteien stehen soll und der auch nicht in die Tagespolitik involviert werden soll, hat natürlich die Aufgabe, gewisse Pflöcke einzuschlagen. Demokratiepolitische, verfassungsrechtliche etc. etc. Und die brauchen auch etwas Zeit. Insofern fand ich, dass ein richtiger Zeitpunkt, die Angelobungsrede dient ja auch dazu, das Amtsverständnis darzulegen und dazu sagen, dass es keinen Automatismus gibt, dass er nicht jede Partei automatisch mit der Regierungsbildung beauftragen wird. Das auch zu begründen, fand ich gut, aber es müssen natürlich Folgeerklärungen folgen. Also das ist jetzt quasi mal so hineingeworfen. Er muss es weiter argumentieren, er muss es begründen und dass es da jemand steht, der gewisse Tendenzen einordnet, das halte ich schon für ein wichtiges Argument. Genützt hat es kurzfristig, aber glaube ich, schon dennoch den Freiheitlichen. Ich möchte nur noch eines hinzufügen. Also, nämlich, wir haben jetzt geredet, ob der Herr Bundespräsident die FPÖ in die Regierung holen würde. Wenn man die Frage stellt, ob er den Herrn Kickl ad personam zum Kanzler machen würde, also ich glaube schlicht und ergreifend, nein, das kann er gar nicht. Denn der Herr Bundespräsident hat den Herrn Kickl vor 3 Jahren als Innenminister entlassen. Nicht? Er war sozusagen als Innenminister für den Bundespräsidenten untragbar. Ja, jetzt kann er nicht drei Tage später sagen, ja, als Innenminister war er untragbar, aber als Kanzler ist er eh okay und ich gelobe ihn an. Also, da muss sich die FPÖ überlegen, wen sie dorthin schickt, vielleicht sogar den Herrn Rosenkranz ins Kanzleramt, oder sie verzichtet auf Regierungswürden und bleibt vielleicht in Opposition. Vielleicht wird ich den Kickl mal noch angeloben, was weiß man. Das schaut aber jetzt nicht so aus, als hätte der Herr van der Bellen die Wahl gewonnen. Jetzt nicht, aber ich bin noch jung. Sie sind ein Optimist. Aber dann gleich 2 Fragen. Natürlich. Also das heißt, Sie schließen sie nicht aus. Sie hatten bei den Wahlen kein Ergebnis, dass ein Kopf-an-Kopf-Rennen mit dem van der Bellen gerechtfertigt hätte. Nein, aber Herr Rosenkranz, ich bin sportlich aktiv. Nein, aber 2 Fragen jetzt gleich dazu. Also überlegen Sie A, noch mal anzutreten als Präsidentschaftskandidat. Nein. Würden Sie, was jetzt vorher Herr Koller gemeint hat, wenn man sagt, okay, dann nicht der Herr Kickl, sondern würden Sie als Kanzler zur Verfügung stehen? Das glaube ich nicht. Und zwar das glaube deswegen, ich nicht, ist kein Nein. Nein, dann sage ich Ihnen Nein. Vielmehr bin ich felsenfest davon überzeugt und Sie haben dort sehr nett diese aktuellen Umfragen eingeblendet. Ich weiß eines, dass der Kurs der FPÖ mit dem Bundesparteiobmann Herbert Kickl, der da 28% und mit deutlichem Abstand auf erstem Platz ist, sodass ich nur mehr eine Zweierkoalition mit der FPÖ ausgehen dürfte, dass es daran liegt, dass die FPÖ die richtigen Themen anspricht und angesprochen hat, auch in diesem Wahlkampf. Und ich glaube, wenn Sie um Richtungsstreitigkeiten oder sonst irgendwelche oder personelle Ausrichtungen diskutieren, ich glaube, es würde den anderen Parteien, und das wäre mir als Staatsbürger sehr recht, wenn mehr von dieser Themenlage seitens der anderen Parteien aufgegriffen wird. Das könnte unter Umständen auch einen gewissen Erfolg bringen. Ich schaue mir jetzt nur an, was seinerzeit Sebastian Kurz gemacht hat. Der hat die Blaupause über das freiheitliche Programm drüber gelegt und hat damit schon Erfolg gehabt. Herr Bartl, weil Sie den Kopf schütteln. Frei von der Leber weg, was haben Sie sich gedacht, dass Sie das Interview gehört haben? Wenn man ihm genau zugehört hat, er hat sich schwer getan mit der Fragebeantwortung. Er hat das sehr verklausuliert auch gesagt. Er hat sich also meiner Meinung nach ein Hintertür offen gelassen. Ich persönlich glaube auch, wie die Frau Linsinger, dass das schlussendlich der FPÖ genutzt hat und dass ich es so nicht gesagt hätte an seiner Stelle. Gut, dann sage ich danke meinen Gästen für die Diskussion, Ihnen fürs Zusehen.
reden Sie darüber. Nach uns sehen Sie zum Holocaust-Gedenktag den Doc-Film Kunst aus dem Todeslager. Die Konzentrations- und Vernichtungslager der Nazis waren Orte unfassbarer Grausamkeit, des Elends und des Todes. Doch selbst hier entstand Kunst. Kunst als Überlebensmittel gegen Zerstörung, Kunst gegen die Entmenschlichung, Kunst im Auftrag der SS, aber auch heimlich unter Lebensgefahr wurde gezeichnet und gemalt. Arbeiteten Bildhauer und Modellbauer, wurden Konzepte aufgeführt und Theater gespielt. Filmemacher Manfred van Eyck begibt sich auf die Suche nach den Kunstwerken und ihren Schöpfern und trifft dabei auf übergroßes Leid, auf unschätzbare Zeugnisse für die grausame Realität der Lager, aber auch auf einen nicht zu brechenden Überlebenswillen. Nächsten Sonntag freuen sich mein Team und ich, wenn Sie wieder dabei sind. Auf Wiedersehen.